Jetzt darf ich noch Urs Hans auf die Bühne bitten. Urs, ich darf dir noch kurz das Wort übergeben, bevor wir dann in die Pause gehen. Bist du bereit oder möchtest du später? Ah, ist okay. Gerade jetzt hast du überfallen. Urs berichtet noch von einer Aktivität, einer Kundgebung. Entschuldigung. Und danach ist Pause bis 11 Uhr. Danke vielmals, Thomas. Ja, ich tue gerne noch eine Kundgebung ankünden. Wir haben am 2. Oktober, machen wir in Winterthur wieder eine Kundgebung. Und bei uns heisst Kundgebung in der Regel, dass wir einen Umzug machen. Die Riechler werden kommen. Und nachher haben wir eigentlich eine Infoveranstaltung mit ganz prominenten Leuten. Heiko Schöning wird dort sein. Dann der Philipp Kruse, Astrid Stückelberger. Wir machen eigentlich das Update. Wir haben ja im Februar schon eine gemacht. Und vorher im letzten September ja auch. Die war sehr erfolgreich gewesen. Da hat es über 20.000 Leute gegeben. So viel erwarten wir nicht mehr gerade. Aber ich habe jetzt ein bisschen Mühe gehabt. Er hat mich ein bisschen durcheinander gebracht mit den Raupen, die sich verpuppen da. Also, wir laden eigentlich alles Raupen ein und hoffen, dass die als Schmetterling nachher heigern erleuchtet. Also, und das Programm. Wir sind, Katrin ist gerade noch ein Flyer gestalten und der wird sofort kommen. Hauchdeutsch. Entschuldigung, Hauchdeutsch. Habt ihr es verstanden? Soll ich es noch wiederholen? Okay, danke für's.